Heute werde ich dir zeigen, wie du eine Luftmaschenkette machst in Runden, die sich nicht verdreht. Wenn ihr eine lange Luftmaschenkette macht und die zu einem Ring schließen wollt, dann kann sie sich drehen und dann muss man von vorne anfangen. Deswegen gibt es von mir hier einen kleinen Trick. Wir machen hier erstmal eine Schlaufe und schlagen Luftmaschen an, zum Beispiel 10 oder 8 oder so. 2, 3. Und jetzt kommt der Trick. So, wenn ihr das einfach hier die Nadel raus tut, dann geht ihr hier in die erste Luftmasche und dann hier muss man schauen, dass es nicht verdreht ist. Einfach so halten. Dann sieht man hier, dass es nicht verdreht ist. Wenn es verdreht ist, dann ist es so. Aber so muss es sein. Und dann gehst du hier rein. So. Und dann sieht man hier fest, wie das. Und diese Kette wird jetzt fest. Da wird sich nicht verdrehen. Da kannst du hier einfach deine 100 oder 200 oder 600 Luftmaschen anschlagen. So, der wird sich nicht verdrehen. Und jetzt zum Beispiel, wenn du ein ganz einfaches Loopschal häkeln willst, dann kannst du schöne weiche Wolle nehmen und Luftmaschen anschlagen, wie ich es gemacht habe. So, sag mal, ich habe jetzt zum Beispiel 100 und dann gehst du hier einfach hier durchziehen. So, und hier hast du deine Luftmaschenkette und jetzt kannst du einfach hier deine Maschen häkeln, die halbe Stäbchen oder feste Maschen. Ich mache jetzt hier zwei Luftmaschen und hier häkelst du einfach hier in den Ring. So. So. Und noch ein Trick, wenn du eine schöne Abschlusskante haben willst, gerade bei so einem Loop, dann ist es ganz gut, wenn du hier diese Kette wendest und hier in diese kleinen Hügelchen häkelst. Ich mache einfach hier mit halben Stäbchen, da gehe ich hier rein. So, und dann kannst du weiter häkeln. So, und hier ist der nächste. Der nächste. Und auch was ich euch empfehlen würde, ist nicht so straff zu häkeln. Du musst einfach eine schöne Fadenspannung finden, was zu dir passt. Und wenn du eher straff, wenn du von Natur aus ein bisschen straff häkelst, dann würde ich eine dünnere Häkelnadel nehmen. Zum Beispiel, wenn im Projekt so 5 mm empfohlen wird, da kannst du eine Mascheprobe machen und dann schaust du, ob es passt, oder du nimmst zum Beispiel eine 4 mm Häkelnadel. Also ich halte immer meine Wolle, also ich halte meine Wolle einfach so, so sie hier zwischen kleinen Finger und Ringfinger und dann zweimal hier um den Zeigefinger und dann habe ich hier eine schöne Fadenspannung. Aber ich häkle eher locker, deswegen vielleicht, wenn du straff häkelst, dann kannst du einfach so machen. Vielleicht ist es besser für dich. Einfach hier die Wolle einfach so halten. Hier bin ich jetzt am Ende meiner Luftmaschenkette und man sieht hier ist nichts verdreht. Ich kann hier reingehen in die letzte Luftmasche. Und hier einfach eine Kettmasche in die erste.
Masche. Und so macht man das. Und dann hast du eine Luftmaschenkette, die sich nicht verdreht, und ein paar andere Tipps von mir heute bekommen. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat und bitte abonniere auf den Kanal und drücke das kleine Glöckchen, wenn du mehr solche Videos von mir sehen willst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss!